In einem engen Tal zwischen den Berghängen des Naturparks Hohes-Venn-Eifel liegt das beschauliche Städtchen Monschau. Bei einem Spaziergang durch den Ort gewinnt man den Eindruck, als sei hier die Zeit stehen geblieben. Die Ruhr rauscht in wilder Strömung in mehreren Schleifen durch den Ortskern. Fachwerkhäuser und Schieferdächer prägen das Bild dieser romantisch anmutenden Stadt. Die ehemalige Tuchmacherstadt fand Ende des 12. Jahrhunderts erstmals urkundliche Erwähnung. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Wirtschaft der Stadt vom frühindustriell organisierten Feintuchmacherhandwerk dominiert. Für die reichen Tuchfabrikanten wurden Wohnhäuser im barocken Stil erbaut, wie zum Beispiel das Rote Haus, welches noch komplett die originale großbürgerliche Einrichtung des 18. und 19. Jahrhunderts beinhaltet und besichtigt werden kann. Die vermutlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtete Monschauer Burg wurde im 14. Jahrhundert mit mächtigen Ringmauern und Wehrgängen zu einer Festung ausgebaut. Erst um 1900 wurden die Ruinen von den damaligen Behörden gesichert und instand gesetzt. 1930 wurden einige Erweiterungsbauten zugefügt und eine der ersten deutschen Jugendherbergen zog in die Burg ein. Monschau, eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Eifel, wird auch gerne als die Perle der Eifel bezeichnet.